Der Mordfall Leonie hat das ganze Land schockiert und vor allem die Nachbarn, die hier unmittelbar im 22. Bezirk wohnen. Immer wieder kommen sie her, legen Blumen nieder oder zünden eine Kerze an. Ich habe mit ihnen gesprochen und das Bild ist ein einheitliches. Im Wesentlichen haben alle gesagt, dass sie sich gar nicht vorstellen können, dass so eine grausame Tat unmittelbar in ihrer Umgebung passiert. Nun hat die Tageszeitung Österreich ein Interview mit dem Anwalt der Eltern gemacht. Er berichtet davon, dass die Eltern immer wieder Probleme mit Leonie gehabt haben sollen. Sie sei des Öfteren ausgebüxt, denn es war ja so, dass die Familie erst 2011 von Wien nach Tulln gezogen ist. Leonie hat ihr Umfeld vermisst und ihre Freunde, die noch immer hier im 22. Bezirk wohnen. Was die Eltern aber dementieren, ist die Aussage des mutmaßlichen Täters, des jungen Afghanen, der gemeint hat, dass Leonie und er ein Paar gewesen sein sollen. Die Eltern sagen, das würde nicht stimmen, das können sie eindeutig widerlegen. Aktuell ist es so, dass es 4 Tatverdächtige gibt. Einer ist flüchtig und wird international gesucht.